Ah. Muss mir mal irgendwie so ein Begrüßungsdings überlegen. Irgendwie sowas wie: Herzlich willkommen bei RimWorld. Mein Name ist so und so. Was kann ich für Sie tun? Bitte geben Sie Ihre Kundennummer ein. Meine Fresse, ist das dreckig da drin. Die haben alles vollgekotzt. Ich meine, scheinbar war wirklich Nahrung schlecht geworden. Jetzt könnten wir eigentlich hier den Lagerplatz für Hosen entfernen, weil die haben jetzt alle eine. Das ist hauptsächlich ein Holzlagerhaus. Holz und Silber haben wir hier. Wo steht die Temperatur? 15 Grad. Okay. 15 Grad ist wunderbar angenehm. Draußen ist 0 jetzt. Okay. Ist wieder ein bisschen wärmer geworden, scheinbar. Carsten, Telemarketer ist nicht mehr inspiriert. Schießrausch. Okay. Okay, läuft das Faultier einfach rein und frisst von dem Essen. Läuft der Yorkie einfach rein, frisst von dem Bär. So. Wollen wir mal hoffen, die Yorkies überleben alle. Das wäre fürchterlich, wenn die eingehen. So. Ah, Kerstin hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen von einfacher Nahrung. Ist zu dreckig, aber das liegt daran, dass Bench so lange im Bett gelegen hat hier. Bench soll mal keine Tierpflege machen und nicht bauen und nicht Waldarbeit machen, der soll wohl hauptsächlich hier machen wir alles auf niedriger Priorität, damit er hier alles wieder sauber macht. Das kann er so gut. Da ist er schon dabei. Wie weit sind wir mit der Forschung? Wir haben... Was ist die? 70%... Nee, das ist Brennbarkeit. Körperteileffizienz 80%. Also wenn wir das erforscht haben, dann können wir Körperteile bauen, die 80% so effizient sind wie normale Körperteile. Das ist schon mal gut, weil ich glaube, so ein Holzbein hat nur so irgendwie so 60% oder sowas. Was ich schon für, wie sagt man, großzügige Auslegung halte, dass ein Holzbein mehr als halb so gut ist wie ein normales Bein. Ich meine, man fällt nicht sofort um, aber ein Bein kann mehr als ein Stück Holz. Ah, siehste. Kann sogar schon wieder angepflanzt werden hier bei 8 Grad am 10. Dezember. Wie ist denn so die Stimmung? Gut. Gut. Geht so. Geht so. Gut, aber geht so. Okay. Naja. Eieiei, nicht so gut. Abscheulicher Schlafsaal, unansehnliche Umgebung, Stubenhocker draußen. Also Cross ist ein Stubenhocker. Das ist ja ganz was Neues. Cross ist ein Stubenhocker.
Dann macht Crossmar keine Tierpflege mehr. Kochen können wir machen. Bauen, Feldarbeit und Waldarbeit machen wir weg. Und Crossmar schmieden, schneidern und Handwerk hauptsächlich machen. So, und lieber reinigen als tragen. Und vielleicht aufsehen. Mal so zwischendurch, wenn sonst nichts los ist. Haben wir überhaupt jemals von diesem Heugrasfeld, das ist hier Nahrung für Tiere hauptsächlich, haben wir davon schon jemals geerntet? Ich glaube, die Tiere haben das immer nur... Ah, schau an. Die Tiere haben das immer nur weggefressen, ohne dass wir das ernten konnten. Carsten, überzeug mal jemanden. Ah, nee. Oh. Okay, die freunden sich untereinander auch an hier. Konstanzia gab ein zweifelhaftes Kompliment ab über die Redegewandtheit von Mensch. Carsten erzählte Konstanzia etwas über das Loslassen alter Freundschaften. Carsten zeigt Interesse an der Aufrichtigkeit von Konstanzia. Carsten erzählte Konstanzia etwas über Schminke. Und über Frühstücksflocken. Also bei dem einen, da glaube ich an Carstens Kompetenz, bei dem anderen, ich weiß nicht. Hier liegen auch noch Waffen rum. Hier könnte man vielleicht die Waffen kann man ein bisschen ausweiten. Genug Holz haben wir ja. Hier würden wir alles vor die Lüftung stellen. Das ist nicht gut. Cross hat wieder ein Bedürfnis, abscheulicher Schlafsaal. Nur weil da ein Billardtisch drin steht. So. Inspirierte Zähmung, Heiko. Sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, was für Tiere haben wir denn noch da, die wir zähmen wollen. Wir haben leider kein... Wollen wir Wag? Oder ein Timberwolf? Wolf wäre schon cool, ne? Oder ein Puma. Wollen wir Puma haben? Ne? Jetzt müssen wir dann auch ständig mit Fleisch füttern, ne? Ja, dann nehmen wir das Muffalo. Na, siehste, können schon wieder alleine sich versorgen hier. Die Enten und die Truthähne, die legen hier auch immer so Eier in die Gegend. Ruiniert durch Temperatur, ja, war es wohl zu kalt. Wenn man die früh genug sieht, kann man die reintun, irgendwo, wo es beheizt ist, so wie hier. Verdirbt in 15 Stunden und ungekühlt, ja, ungekühlt, witzig. Die sind wahrscheinlich zu kalt geworden. Das hier wird gerade ausgebrütet. Und diese beiden Haufen sind verdorben. So. Das Feld können wir mal
entfernen, da wächst kein Ambrosia mehr. Ich glaube, hier hinten war noch so eins. Hier wächst aber noch Ambrosia. Ja, Markus erntet gerade. So. Das Tolle ist, wenn hier so Beerenbüsche oder sowas mit drin stehen, werden die gleich mitgeerntet. Hier wilde Heilwurzel und so. So, was wir jetzt noch machen könnten, ist, wenn wir genug Steine haben und wir haben noch Sandsteinblöcke, könnten wir den Rest dieser Holzkonstruktion gegen eine Steinkonstruktion austauschen. Aber da wir diesmal nicht ewig darauf warten wollen, dass das passiert, bauen wir einfach Steine hinten drum und können danach dann das Holz wegnehmen. Macht überhaupt noch jemand Kunst hier? Konstanzia hat Kunst gemacht. Sie hat hier noch ein unfertiges Stück Kunst liegen, das sie dann aber weitermachen kann, wenn sie sich wieder der Kolonie angeschlossen hat, was irgendwann passieren wird. Hoffe ich. Ich meine, die drei müssen noch langsam Lagerkoller kriegen. Hier, Jefim. Ah, Jefim hat sich mittlerweile so ein bisschen durch die Ambrosiasucht oder was? Ja, durch die Ambrosiasucht entzogen. Das ist cool. Das heißt, der ist kein Problem, wenn es keine Ambrosia mehr gibt. Obwohl wir haben ja Ambrosia in der Kolonie, also kann sein, dass er einen Rückfall kriegt. Trutanei ist im Lager verdorben. Ja, das passiert dann, wenn die Temperatur nicht stimmt. So, dann können wir hier schon mal Licht hin tun. Und vielleicht sollten wir nicht unbedingt eine Holztüre ins Gefängnis machen, sondern so Stahltüren. Und wenn die da sind, brauchen wir hier natürlich auch Licht. Oh, Konstanzia und Mensch haben sich geprügelt. Was ist da passiert? Mensch erzählte Konstanzia etwas über Liebhaber. Mensch erzählte Konstanzia etwas über Adelstitel. Mensch beleidigte die Nahkampffähigkeit von Konstanzia. Das hat Konstanzia richtig wütend gemacht und sie schluckt zu. Kerstin erzählte Jefim eine berührende Geschichte über Pemmican. Kerstin gab Jefim die Chance, über Kinderspiele zu diskutieren. Kerstin erzählte, das ist echt, hier ist wieder komplett das Berufsbild abgebildet. Kerstin erzählte Jefim etwas über das Treffen von neuen Leuten. Kerstin fragte Jefim über seine Gesichtsbehaarung aus. Kerstin erzählte Jefim eine berührende Geschichte über die Gemeinschaft. Kerstin versprach Jefim frische, kostenlose Maiskolben und fragte, ob er der Kolonie beitreten will. Aber niemand lässt sich überzeugen, aber die mögen uns alle jetzt mittlerweile hier. Ah nee, das ist Kerstin. Ja gut, die mögen halt drei Leute hier. Bench macht hier sauber, Bench wird von niemandem zur Kenntnis genommen. Die haben keine Meinung über Bench. Das ist der Depp, der sauber macht hier quasi. Okay. Also ist noch nicht wirklich viel angepflanzt hier. Aber es sind wahrscheinlich Pflanzen, für die es noch zu kalt ist, ne? Jahreszeitbedingt ungünstige Temperatur, ja. Aber Baumwolle und Heilwurzel können wir schon. Und Kartoffeln.
Warum geht das hier unten und da oben nicht? Das verstehe ich nicht. Sissy beobachtet die Sterne. Okay. Bären. Ein Alpaka wurde zahm. Das ist ja, haben wir ja so wenig von diesen Alpakas. So. Aber ich mag mich gar nicht beschweren. Okay, Winter ist halb rum. Arbeitsrausch, Nunu. Sie wird die nächsten 8 Tage schneller arbeiten. Aufgrund einer Eingebung gute Laune. Ah, siehst du. Die Prothesen sind gleich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah! Menschenjagendes Rudel. Oh nein, es sind menschenjagende Schneehasen in das Gebiet eingedrungen. Sie werden die Region durchstreifen und jeden Menschen in Sichtweite angreifen, um ihren Hunger nach menschlichem Fleisch zu stillen. Kennt man von Schneehasen. Sie werden keine Türen angreifen, es sei denn, sie sehen jemanden durch die Tür gehen. Solange du dich drinnen versteckst, solltest du sicher sein. Außerdem werden sie keine Geschütztürme angreifen, die ausgeschaltet sind. Die Schneehasen werden in der Gegend in ein oder zwei Tagen, werden die Gegend in ein oder zwei Tagen wieder verlassen. Du kannst sie verstecken und abwarten oder gegen sie kämpfen. Oh ja, super. Schneehasen. Da-da-da-da-da-da-da. Schneehasen-Team. Okay. Das sind mal angsteinflößende Geräusche hier von den Schneehasen. Mal gucken, was passiert, wenn sie durch die Killbox gehen. Gehen sie gar nicht? Ist hier unten irgendwas offen, bitte nicht? Oh, 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 oh. Was ist hier los? Ah, hier unten ist noch offen. Hier liegt ein Stein in der Tür. Nein! Verdammte Kacke. Okay. Ja, dann müssen wir mal leider wieder dafür sorgen. Ah, nee. Jetzt nicht wegen Schneehasen den Imperator rufen und seine Janitscharen-Einheit. Sehr gut, ein Hase ist weg. Aber der hält jetzt die Tür offen. Schneehasen. Ich hasse Schneehasen. So, Blendungswelle für die Schneehasen. Oh, fuck. Ah, cool. Crossheld casten die Leute, die in Nahkampf angreifen. Fuck. Na. Meine Güte, wie kann man von Schneehasen so zerfetzt werden? Ah! Darum nennt man das Crossfire, ja? Scheiße! Okay. Ich glaube, das haben wir jetzt. Ich habe mich schon so gefreut, dass die durch die Killbox laufen. Und da liegt ein verdammter Stein in der Tür. Meine Fresse. Hat aber auch den Nebeneffekt, dass wir jetzt wieder genug Essen haben. Und das Ding hier müssen wir weghaben. Trag mal diesen Stein weg. Ist ja wohl nicht zu fassen.
Schneehasen. Schneehasen. Und die kriegen nichts davon mit. Denken hier, das ist Wohlstandskolonie. Und wussten nicht, dass sie von lästigen Schneehasen geärgert wurden. Markus verliert ganz schön Blut hier. Dann wollen wir mal gucken, wieso der gesundheitliche Zustand ist. Tod in 16 Stunden. Super okay, super okay. Prellung, Schneehase, Zähne am rechten Bein. Am rechten Bein, das eh schon eine Stichnarbe hat. Das ist wieder Carstens Glück. Nix, nix. Tod in 12 Stunden. Okay. Schuss in die Niere, das ist natürlich auch nicht schön. War ich das? Nee. Kerstin, das war Kerstin. Kerstin hat Markus ein bisschen so. Oder vielleicht hat einer von den Schneehasen auch so ein elektrisches, automatisches Maschinengewehr gehabt. Kann natürlich auch sein. Ah nee, hier steht die LMG-Kugel von Kerstin traf Markus. Aber ich glaube, das gleiche gilt für Cross, oder? Permanente Schutzverletzung. Och, Cross. Cross hat seine Wut auf Carsten fixiert. Sie wird Carsten verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war stärkere Schmerzen. Okay, kann aber schon wieder laufen. Kann also nicht so schlimm sein. Carsten ist schon wieder komplett gesund hier. Okay. Ich will aber wissen, über die Lieblingsspeise von Carsten. Du und deine Suppe! Okay. Jetzt bleibt sie da stehen. Condor, Carsten Condor. Okay, Carsten beleidigte öffentlich die Ideen von Cross. Was Condor für eine Beleidigung? Cross beleidigte öffentlich die Großzügigkeit von Carsten. Geizkragen. Forschung abgeschlossen, Prothesen. Stelle einfache künstliche Körperteile her, um verlorene Gliedmassen zu ersetzen. Zum Einbau wird ein fähiger Arzt benötigt. Yep. So, dann gehen wir mal wieder auf Forschung. Die bionischen Ersatzteile können wir nicht, weil... Was sind die Voraussetzungen? Prothesen. Herstellung. Wir brauchen Herstellung. Herstellung. Das da. Also brauchen wir diesen Analysator. Moment, was war los? Fohlen ist geheilt und so weiter und so fort. Cross ist immer noch am Beleidigen. Mal gucken. Ideen, Großzügigkeit, Fernkampffähigkeit von Carsten. Beleidigte bösartig die Ziele von Carsten. Cross nannte Carsten einen Entführer. Okay. Okay, Carsten atmete im Gleichtakt mit einem jungen Yorkshire Terrier. Während Carsten die Tiere zähmt, Franz von Assisi redet mit den Tieren, wird er von Cross beleidigt und ein Entführer genannt. Steinbockkalb wird von einem Rotfuchs angegriffen. Carsten versucht, die Yorkshire Terrier zu disziplinieren. Liebesbeziehung von Cross. Das ist aber nicht nett. Cross nannte Carsten einen Dämon. Okay. Uki. Cross scheint mir auch so ein Herzchen zu sein hier.
Bench rennt weg. Warum? Von wem? Ach, Carsten und Cross hauen sich jetzt. Super, ihr wurdet gerade von dem tödlichsten Lebewesen der Welt angegriffen, von Schneehasen im ganzen Rudel, und habt noch die Energie, euch zu hauen. Wow. Wer hätte das gedacht? Ihr werdet ein bisschen abgebaut. Okay, siehst du, die Mauer kann er plötzlich relativ schnell bauen. Aber nee, nicht wenn es dringend ist. Eigentlich kann das hier auch weg, ne? Da haben wir eigentlich genug Mauer. Quest abgeschlossen? Was für eine Quest haben wir denn abgeschlossen? Du hast die Quest Fantastisches Gebäude erfolgreich abgeschlossen. Okay. Bei Erfolg wird... Das Gebäude steht jetzt so lange, wie es stehen muss, damit die keine schlechte Meinung von mir kriegen. Aber der Merlin ist ja nur jetzt leider auch weg. Aber vielleicht greift er uns irgendwann an, so. Nicht wahr, Konstantia? Ja. Okay. Es ist schon wieder ein totes Tier rum. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Ich meine, jetzt nachdem hier die Leute schon... Okay. Von Schneehasen aufgemischt wurden. Aber wir könnten ja nochmal versuchen, die Schwierigkeit hochzustellen. Auf normal diesmal. So. Und dann hätten wir beim nächsten Mal vielleicht etwas Spannenderes. Aber wir brauchen dann auch bald mal, also diese blöde Mikro steht nicht gerade. So, soviel zu den Fallen. Könnte noch Barrikade bauen oder sowas. Sehr gut. Und es wird schon wieder gepflanzt, obwohl der Dezember immer noch nicht. Ah nee, doch, mit jeweils 15 Tage. Also wir haben 4 Quartale mit 15 Tagen. Das haben die auch geändert, als das Spiel noch neu war. Da gab es normale Monate, aber wahrscheinlich geht das Jahr dann nicht schnell genug um und den Leuten wird langweilig oder so. Meine Güte, liegt das durcheinander hier. Was man auch machen könnte, ist... Oh, Kerstin hat den Widerstand von Mensch gebrochen. Die Rekrutierungsversuche werden eingeleitet. Sehr gut. Gucken wir mal. Beschädigte Kleidung, leichte Schmerzen, aber schöne Umgebung, hohe Wartung, gemütlich, nettes Esszimmer. Ansehnliche Baracke. Leckeres Essen. Zukunft der Kolonie. Kerstin zeigt Interesse an der Intelligenz von Mensch. Was hat denn Mensch? Also Mensch kann Pflanzen pflanzen.
lernt schnell, ist fleißig und zäh. Er kann so ein bisschen sozial und so ein bisschen geistige Arbeit, aber hauptsächlich kann er Pflanzen pflanzen. Darum wollen wir den haben, glaube ich. Kennen wir jemanden, der Pflanzen pflanzen kann? Aber das neue Rekrutmensch, sehr gut. Mensch, Iobor. Okay. Dann wollen wir den Menschen mal. Ups. Ich glaube, Medizin ist keine so gute Idee. Aufsehen kann er machen, wenn er nicht Feldarbeit und Waldarbeit macht. Bergbau braucht er nicht. So, und ja, das sieht gut aus. So, kann Mensch denn, oder ist auch etwas älter, kann Mensch denn Nahkampf, Fernkampf? Wenn er ein schneller Lerner ist, dann kann er sich mal ruhig eine Fernkampfwaffe nehmen, aber erstmal lieber nur das Gewehr hier. Carsten hat schon wieder Zusammenbruch. Ich glaube, ich weiß, wem der ähnlich sieht. So, weil sonst Bench und Mensch kommen wir durcheinander. Den haben wir jetzt Nussi und sein Titel ist Pflanzensammler. Den habe ich mir allerdings nicht ausgedacht. Besuchergruppe von unserem Verbündeten. Ort haben wir aber nicht. Keinen zum Handeln dabei, leider. Stark neurotisch, Stubenhocker, Raufbold. Ach so, das erklärt einiges. Geschickt, habgierig, zu klug. Ein Puma macht Jagd auf Braun. Wer ist Braun? Oh ja, Puma. Puma, geh mal durch die Fallen, das möchte ich sehen. Zapp! Hehe. Zapp! Hahaha! Sehr gut. Das kommt davon, Puma, wenn du Jagd auf Braun machst. Jetzt gucken wir mal, was Braun ist. Ist natürlich ein Yorkie, ist klar. Leckerer, schmackhafter kleiner Yorkie. Bench hat eine Prügelei mit Heiko angefangen. Das kenne ich irgendwo her. Warum? Heiko gab ein zweifelhaftes Kompliment ab über die Selbstbeherrschung von Bench. Das hat Bench richtig wütend gemacht und er schlug zu. Klingt nach mir. Wer hat gewonnen? Scheinbar Bench. Klingt auch nach mir. Wo ist Bench? Also, der geht aber auch zu Bett, so. Nuno erzählte Bench etwas über streitende Vorsicht. Nuno, Bench und Nuno unterhielten sich über Essgewohnheiten. Bench und Harmon witzelten über schöne Leute. Harmon und Bench redeten über bitteres Essen. Okay. So, das können wir jetzt auch wegmachen.
Carsten hat wieder einen Zusammenbruch. Wurde beleidigt 8-mal. Von wem denn? Von Cross. Okay. Cross und Carsten redeten über fette Leute. Ja, das ist auch nicht nett. Bequeme Möbel witzelten über das Schwitzen. Okay, das ist auch eine Art Humor. Carsten sagte Markus etwas über Mittag. Das ist genauso so. Das sind so Sachen, das ist, als ob man jemanden, der irgendwie nicht ganz da ist, weil er irgendwie übermüdet ist oder verwirrt, fragt, okay, als Carsten da war, was hat er gesagt? Irgendwas über Mittag? Und man ist so schlau wie vorher. Aber so läuft das hier. Wenigstens reden die nicht diese komische Sprache wie bei den Sims. Da kriegt man dann irgendwann Knoten in den Ohren. Hier kann man lesen, was die Leute sagen. Das finde ich irgendwie besser. Okay, die sind beide vollständig geheilt. Nur ich liege noch im Bett, weil Bench mich verkloppt hat hier. Aber ich sehe, wir sind auch schon wieder über eine halbe Stunde. Damit möchte ich mich verabschieden. Liked und subscribed und drückt die Glocke und so. Ich habe keine Ahnung, was die Glocke macht, aber ihr könnt sie immer drücken. Okay, bis dann.